Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Drug Dealer Simulator. Hierbei heißen wir auch Zockt. Oh, hier kann man das Licht, tatsächlich, man kann das Licht auch noch ausstellen. Schön. Ja, wir sind wieder dort, wo wir gestern schon mal waren, nämlich hier noch im Speicherstand. Wir haben eigentlich alles fertig, jetzt ist es aber nachts. Wir könnten die Drogen theoretisch verkaufen, mussten aber gestern feststellen, ja, wenn Polizeistunde ist, ist das gefährlich. Da ist nämlich einfach die Polizei unterwegs. Ich würde sagen, wir versuchen es mal nochmal. So, und wenn es nicht klappt, dann warten wir halt, bis es Tag ist. Ist ja auch Schnuppe. Wobei, eben, man kriegt halt mehr XP etc. Und ich glaube, man kriegt auch ein bisschen mehr Geld, wenn man das nachts macht. Wir machen mal wieder zu. So, ich brauche die Map. Rendite zu Hause. Oh. Dumm. Auf wie viel Entfernung wittern die ein? Das, oh. Ja, echt jetzt? Komm mal, ich bin ja noch nicht mal... Ich fliehe mal. Kann ich fliehen? Nein, ich kann nichts machen. Okay, ich renn. Run, Motherfucker, run. Sorry, wenn ich das sage. Ich hab's nur wiederholt. War nur ein Zitat. Ja, aber ich komme doch nicht weg. Kann mir doch keiner erzählen, dass ich zu Fuß hier abhauen kann. Hilfe! Hilfe! Oh, aua. Ja, oh, das war... Okay, ein Teaser. Ach so, ich hätte den... Ah, jetzt schnall ich's. B, Rucksack wegwerfen. Alles klar. Jetzt, im Prinzip muss ich jetzt aber nochmal den Speicherstand laden. Weil, jetzt sind natürlich die Drogen wieder weg. Das kennen wir. Ja, den Rucksack wegwerfen, das würde wahrscheinlich heißen, dass die Polizei den nicht findet. Oh, gut, dass ich das erst gelesen habe, als sie uns wieder erwischt haben. Kann ich hier nochmal laden? Jawohl, lad mal. Speicherstand 1. Okay, ja, aber jetzt ist halt tatsächlich die Frage, ist das überhaupt zu schaffen nachts? Weil wir sind ja nicht mal aus dem Haus rausgekommen. Ich versuch's noch einmal. Ich möchte nicht nochmal geteasert werden. Und sonst werden wir das Ganze tagsüber machen. Ja, eben, die zahlen tatsächlich auch extra Geld für die Lieferungen. Das steht doch gerade nochmal. Ja, okay. Kann ich den irgendwie langsam oder leise oder irgendwie... Moment, ich guck mal. Also ducken kann ich mich in dem Sinn nicht. Zumindest finde ich die Taste nicht. Ja, man muss halt einfach wirklich, ich weiß auch nicht, ganz vorsichtig sein. Hat nicht so geklappt beim letzten Mal. Kommen die jetzt von hier wieder? Da ist die Luft rein. Weil hier hinten steht doch, glaube ich, der eine. Nee, falsche Richtung. Echt jetzt? Ich laufe schon wieder in die falsche Richtung. Ja, jetzt stimmt's. Ich weiß nicht, wenn man vielleicht irgendwie so, ja, die Funksprüche hört, ja, dann sind sie, glaube ich, in der Nähe. Da haben wir sie. Lauf mal. Weil es ist natürlich schon verlockend, wenn man mehr Geld bekommt. Kommen da die Nächsten? Ja, da kommen die Nächsten. Okay, daran kann man sich orientieren. Das ist schon mal schön. Also, wenn man tatsächlich die Jungs hört... Man sieht sie auch. Guck mal, da, rot. Wo muss ich hin? Ja, im Prinzip einmal darüber. Da steht er. Da steht er und da läuft die Polizei. Okay, die gehen back zur Police Station. Das wäre eigentlich schön. Sehen die mich? Nein, ich glaube nicht. Da ist keiner. Können wir das hier hinten machen? Muss das hier vorne sein, Kollege? Nein, nein, abbrechen. Ich höre es doch schon wieder. Da war doch schon wieder ein Funkspruch. Hallo? Da hinten ist die Riesenparty. Da müssen wir auch mal noch hin. Irgendwas ist da. Das gucken wir nachher. Jetzt kommen sie aber. Ne, jetzt gehen sie da rum. Ich würde gerne ein Geschäft wenigstens abwickeln. Was möchtest du? Marihuana 2 Gramm. Haben wir hier. Mal 2. Moment, nee, das... Oh Gott, wie ging das gleich nochmal? Machen wir mal hier unten hin. Und dann mit Alt. Einzeln, genau. Akzeptieren. Sauber, haben wir. Gleich weg. Flucht. Und jetzt möchte ich da hoch. Also ich meine, wenn wir nichts machen, sollte uns die Polizei eigentlich auch nicht catchen. Oder sehe ich das falsch? Bisschen aufpassen muss ich trotzdem. Hier hinten hatten wir, ja genau, mal unseren toten Briefkasten. Den ist das egal, wenn hier so ein Radau ist, sag mal Nachbarn etc. Wie das klingt. Ja, ich möchte jetzt da hoch.
Möchte mal gucken, was da ist. Ein Riesenradar. So, haut mal ab, Polizei. Ich weiß gar nicht, ob ich reinkomme. Wir gucken mal, irgendwo eine Tür oder so. Feuerleiter. Kann ich hier hochklettern? Ne, geht nicht, okay. Ich kann nur den Rucksack wegballern, das möchte ich im Moment nicht. So, irgendwo muss doch hier ein Eingang sein. Aha. Ja gut, zugemauert. Die wissen wahrscheinlich schon, warum. Warum sie das Teil zugemauert haben. Da komme ich auch nicht rein. Braucht man da irgendwie eine Bewilligung oder eine Einladung oder sowas? Oh, sie kommen wieder. Yes, we smoke. Okay, ich renne mal. Das können wir. Ducken können wir nicht, aber rennen können wir. Mal nochmal hier gucken. Da sind sie. Okay. Oh, sie kommen uns entgegen. Tasks available oder available. Die 5? Da passiert nichts. Ich drücke die 5, ist aber egal. Ich möchte tatsächlich jetzt einmal hier rein. Das muss doch irgendwie möglich sein. So, dann mal hier lang. Was irgendwie eine gewisse Spannung hat, das muss man zugeben. Okay, die sind weg. Hier ist aber tatsächlich nirgends eine Tür. Also wie das gehen soll? Nee, da kommen wir nicht rein. Vielleicht tagsüber? Aber ich denke, hier ist es spannender nachts. Hallo, kann uns mal irgendjemand... Keine Ahnung, da ist ein... Was ist das denn? Da hängt noch irgendwie so ein Gummiboot drüber oder irgendwie sowas. Ja, wahrscheinlich so ein Pool. Nee, schon ein Boot. Ah, ich möchte da rauf. Oh, come on. Schade, dass das nicht geht. Oder ich halt nicht weiß, wie es geht. So, gut, wir gehen... Sollen wir nach Hause? Ich würde nach Hause. Ich würde mal tatsächlich gucken. Da kommt schon wieder die Polizei. Oder wir schauen nochmal kurz auf die Map. Sind wir in der Nähe? Im Prinzip ja, wir müssen einfach dort rüber. Dann könnten wir dort nochmal was verkaufen. Aber wir haben eigentlich alles so schön vorbereitet. Das Problem ist halt, ich kann hier nicht speichern. Also ich kann jetzt nicht was verkaufen und dann speichern. Das geht nicht. Da müsste ich tatsächlich kurz nach Hause. Bevor wir das machen. Würde sich je nachdem, oh lala, sogar noch lohnen. Nochmal schnell gucken. Irgendwie, die suchen irgendwelche Individuals. Wir können es nicht sein. Wir sind eigentlich zwei. Nein, eigentlich nicht. Sollen wir nochmal kurz nach Hause? Würde ich eigentlich glatt. Wenn es irgendwie geht. Dann speichern wir. War das hier? Nein, das ist nicht unser Casa. Moment. Aber ist nicht mehr weit weg. Nö. Sag mal, irgendwo ging es doch hier nach Hause. In die Richtung. Okay. Mach doch nicht so einen Krach. Kollege, hier geht's rein. So, wir lassen offen, weil wir gehen tatsächlich nur kurz rauf, damit wir speichern können. Boah, da kriegt man ja den Dreh, Kollegen. So, mach die Tür auf. Achso, F war das, genau. Speichern. Machen wir den mal. Jawohl, bestens. Lassen wir die Tür offen. Und jetzt können wir nämlich... Ja, wenn wir jetzt erwischt werden, wenigstens ein Deal. Haben wir abgeschlossen. So, nochmal gucken. Naja, im Prinzip darüber. Höre ich irgendwelche Funkgeräusche? Nein. Ja, jetzt bin ich wieder hier. Ach, hier steht er. Okay, mal gucken, was der möchte. Zweimal 2 Gramm Amphetamin haben wir hier. Dankeschön und gleich weg. Da hinten war die Polizei. Okay. Einen haben wir noch. Der ist ein Stückchen weit weg. Allerdings so weit weg ist das nicht. Das sind ja immer nur ein paar Blocks. Abgeschlossen. Neue Lieferung. Jawohl. So, die Richtung stimmt. Polizei sehe ich nicht. Ich gehe aber trotzdem irgendwie hier lang. Weil ich glaube, die Polizei, die bewegt sich primär tatsächlich auf den normalen Wegen. Also hoffe ich mal zumindest. Die haben hier in den Hinterhöfen auch nichts verloren. Ja doch, passt. Geradeaus runter. Hier müsste er irgendwo sein. Ich höre allerdings Funk. Ja, da laufen sie weg. Ist hier jemand? Huh? Nein, hier ist kein Huhu. Da ist die Polizei, das sehe ich. Sag mal, verstecken. Mhm. Kann das sein, dass die genau den Typen kontrollieren?
Ne, eigentlich nicht. Der müsste eigentlich hier sein, hinter dem Auto. Gut versteckt. Was macht die Polizei? Die gehen weiter. Oder ist er hier irgendwo? Wäre ja eigentlich noch clever, wenn man sich ein bisschen verstecken würde, aber nein. Da haben wir die Polizei. Sag mal, der müsste irgendwo hier vorne sein. Vielleicht hier drin? Nö. Dann ist er wahrscheinlich... Ne, hier ist er auch nicht. Eine Taschenlampe hatten wir eigentlich auch mal noch. Da ist er. So, gleich mal machen. Er möchte 2 Gramm Marihuana. Haben wir nicht mehr? Ich habe doch noch mitgenommen. Da. Und weg. Sauber. Haben wir abgeschlossen. Okay, zahle Eddie. Wir müssen zurück zur Wohnung. Wir müssen mal irgendwie, glaube ich, die Schulden bezahlen. Das wäre hier hinten. Und jetzt ist eigentlich der Rucksack leer. Da ist die Polizei. Ich möchte trotzdem nicht kontrolliert werden. Vielleicht hat er ja irgendwo in der Socke drin auch noch was. Man weiß es ja nie. Also, dann doch lieber die Wege. Und den Rucksack wegschmeißen möchte ich jetzt nicht, dann brauchen... Aha. Russen. Da brauchen wir einen neuen Rucksack. Das kostet wieder Geld, das muss eigentlich nicht sein. Aber ich komme halt leider nirgends rein. Ich denke, das sind alles Sachen, die werden irgendwann freigeschaltet. Oh, da ist aber nichts drin. Da haben wir tatsächlich nochmal so ein Versteck gefunden. Ja, mach mal die Polizeistunde weg. Wir müssen nach Hause. Ich höre Vögel. Das ist ein gutes Zeichen. Es wird, glaube ich, auch ein bisschen heller. Ja. Die sind aber auch überall. Okay, sie gehen nach rechts. Nee, das ist eben nicht, wo wir hin müssen. Noch eins weiter. Komplett keine Orientierung. Da hinten müsste das sein. Wir rennen mal. Jawohl, sehr schön. Macht zu den Spaß. Und ab in die Wohnung. Solange die keinen Durchsuchungsbefehl haben, haben sie hier nichts verloren. So. Sauber. Passt. Rein. Tür schließen. Boah, und speichern natürlich. Ja, können wir eigentlich hier rüberschreiben. Sehr gut. Jetzt einmal Licht. Und einmal... Nee, das brauche ich gar nicht. Ich brauche das Laptop zuerst mal. Das müssen wir gucken. Wegen Bezahlen etc. Dass wir da mal irgendwie den Eddie bezahlen können. Wie geht das? Du Desktop, okay? Durchschnittliche Lieferungszeit recht gut. Durchschnittliche Zufriedenheit der Kunden nicht super. Nicht fürchterlich. Keine Gebiete zum Freischalten. Abgeschlossen. Da können wir ein neues Gebiet freischalten. Kostet das was? Nein, wahrscheinlich nicht. Mindestens Dealer Stufe 2. Haben wir die? Keine Ahnung. Ich mach mal. Tatsächlich. East Old Town. Aktueller Respekt in der Gegend? Fragezeichen. Sauber. Aber irgendwie, ich denke eben, wir müssen trotzdem ihm hier mal ein bisschen Kohle rüberschieben. Das ist doch nicht... Ah, da. Okay, dann haben wir den bezahlt. Dann ist mir schon wohler. Okay, ich warte auf dich bei mir zu Hause. Deine Schulden belaufen sich auf 120. Ach, jetzt müssen wir doch zu ihm nach Hause noch. Okay, wir gehen mal raus. Spray-Symbol auswählen. Das ausgewählte Symbol wird das Kennzeichen für dein Territorium gelten. Das Markieren deines Territoriums ist eine gute Lösung, um den Respekt in deiner Gegend aufrechtzuerhalten und Kunden bei dir zu behalten, sodass die Verkaufszahlen nicht fallen. Ich denke, der Sensenmann ist gar nicht so schlecht für sowas. Du kannst eine Spraydose entweder in einem Shop kaufen, ja, habe ich schon gesehen, genau an der Tankstelle, oder benutze Dosen im Ghetto suchen, schaue Ausschau nach Graffitis. Okay, ist immer noch Polizeistunde. Business wachsen lassen, finde einen potenziellen Kunden und übergib ihm eine kostenlose. Okay, wir haben so viel zu tun, ich möchte zuerst zu Eddie. Da eine kostenlose Probe liefern. Und da wäre Eddie, bringe Eddie Bargeld. Ich würde sagen, das machen wir mal. Allerdings, das können wir auch machen. Dafür muss es, glaube ich, nicht unbedingt Nacht sein. Jetzt hat nur irgendwo einen Knopf. Genau, warten. Wartezeit mal 11. Immer noch Polizeistunde. Kann ich das beschleunigen? Nee, da gehe ich wieder raus. Nee, darf ich nicht singen. Dann kriege ich tatsächlich einen Claim, wenn ich das richtig singe. Die Melodie.
Ist immer noch Polizeistunde. Come on, kann doch nicht sein. Können wir schlafen? Nee, geht nicht. So, hier nochmal kurz gucken. Organizer. Das ist das mit dem Geld. Dann potenziellen Kunden finden. Drogenprobe. Sprayfarbe kaufen. Mindestens 4 Wände markieren. Und Eastold haben wir eigentlich freigeschaltet. Da müssen wir wahrscheinlich noch hin. Okay, also Sprayfarbe und Wände brauchen wir dann noch. Sag mal, wie lange dauert denn bei euch so eine durchschnittliche Polizeistunde? nochmal Tee. Geht auch nicht. Ich dachte mit Plus oder so, dass wir die Zeit beschleunigen können. Weil wir müssen beim besten Willen jetzt nicht während der Polizeistunde riskieren. Wobei, wir haben natürlich nichts dabei. Allerdings, wir wollten eine Probe mitbringen. Das könnten wir natürlich machen. Wir brauchen... Pack das mal. Moment. Was haben wir? Ach, ist leer. Ich hab's befürchtet. Moment. Ach, wir haben natürlich auch nichts mehr. Okay, soviel zum Thema. Also die Probe können wir erst liefern, wenn wir von Eddie wieder was haben. Es ist immer noch Polizeistunde, Leute. Nun macht mal hinne. Sollen wir während der Polizeistunde raus? Ich meine, gespeichert haben wir. Wir testen das jetzt einfach mal. Sonst dauert das zu lange. Und wenn man hier halt nicht schneller beschleunigen kann... Ich höre die doch schon wieder. Wo ist Eddie? Genau in die andere Richtung. Oh, da sind sie. Ja eben, wir haben eigentlich nichts dabei. Was kann passieren? Sie könnten uns vielleicht den Rucksack mopsen. Weil sie irgendwie wittern, dass darin Drogen waren. Keine Ahnung. Oh. Immer schön vorsichtig, Herr Heisenberg. Der Teaser war keine angenehme Erfahrung. So, renn mal. Gucken. Jawohl, in die Richtung wäre das. Wohnt der hier, der Eddie? Eddie? Hello, hello Eddie. Nein, kein Eddie. Gehen wir wieder raus. Sind das Polizisten? Das sind Polizisten. Kontrollieren die gerade den Eddie? Schnell weg. Ja, das müsste eigentlich Eddie sein, aber wenn der natürlich gerade die Polizei am Hals hat, dann wollen wir mit Eddie nichts zu tun haben. Da laufen sie weg. Ich glaube, sie haben ihn in Ruhe gelassen. Tag, Kollege. Jawohl. Ich arbeite daran, das wird schon. Das wäre das Geld gewesen. Okay, und jetzt bräuchte ich aber noch Drogen. Ich arbeite daran, das wird schon. Bin nur... Ach, muss ich glaube ich mit dem Laptop bestellen. Sonst kriegen wir hier von ihm nichts. Das heißt, wir gehen wieder nach Hause. Ist ein bisschen hin und her. Ist immer noch Polizeistunde. Ich möchte mal noch eine Wand eigentlich hier irgendwie... Leertaste, darüber springen. Graffitisieren, aber wir haben glaube ich keine Farbe. Inventar. Nö, haben wir nicht. Backpulver haben wir immer noch. Wir könnten die Sachen immer noch strecken. So, nochmal schnell gucken. Ich denke mal, irgendwann kennt man sich hier so aus, dass man tatsächlich nicht jedes Mal noch die Map kontaktieren muss. Kontaktieren vor allem, konsultieren muss. So, lass uns mal gucken. We need some drugs, lieber Eddie. Wie mache ich das? Oh, jetzt sind sie genau vor der Tür. Neue Bestellung erstellen. Drogen hier ab. Ja, halt Amphetamin. Dankeschön. Wir haben ja nur das. Also von daher. Gut, haben wir. Wird bestellt. Okay. Wo haben wir das? Deine Schulden, das haben wir gemacht. Jetzt. Ungefähr 30 Minuten warte auf Infos. In Ordnung. Hier haben wir schon wieder Bestellungen. Jetzt müssen wir aber erst wieder die Drogen holen. Aber jetzt würde ich sagen, jetzt gehen wir schnell zur Tanke. Ich speichere nochmal. Sicher ist sicher. Die Tür ist zu. Warum das? Ich habe es da offen gelassen. Haben wir Geister hier? Come on. So. Wie lang die Geisterstunde geht, das ist ganz krass. Also die Nacht dauert wirklich, habe ich das Gefühl, fast länger als der Tag. So. Kostenlose Probe.
benutze Sprayfarbe. Ja, die müssen wir aber erst haben. Dann müssen wir im Prinzip ja, zum Supermarkt. Ich weiß gar nicht, ob der offen hat um die Uhrzeit. Ich weiß gar nicht, ob der offen hat um die Uhrzeit. Das müsste da vorne sein. Moment, ich gehe mal hier durch. Da sind schon die Nächsten. Echt jetzt, come on. Polizeistaat! Komme ich hier rüber? Ne, mit Stacheldraht, ich würde das auch nicht machen. Ei, das ist mir dann doch auch zu gefährlich. Die haben noch nicht offen. Die Supermarktkollegen. Der Supermarkt wäre dort. Aber es hieß, an der Tanke geht's auch. Uff, da hat einer schon irgendwie sein Sternchen bekommen, im Sinne von, der hat uns gewittert. Jawohl, hier ist offen. Sehr schön. Das ist die mit den Füßen. Die müsste eben die Füße mal waschen. Möchte etwas kaufen? Farbe. Ne, eine Spraydose im Prinzip. Geht nicht. Wie viel Geld haben wir denn dabei? Dein Geld 60. 25. Das müsste eigentlich schon funktionieren. Warum kriege ich das nicht? Ich möchte das haben. Moment. Item bewegen. Steuerung aufheben. Okay. Geht trotzdem nicht mit Steuerung. Wo muss das hin? Aha. Okay. Akzeptieren. Inhalt des Rucksacks. Okay. Warum man aber nicht direkt hier rauf kann, weiß ich auch nicht. Gut, eine Spraydose haben wir. Haben wir gekauft. Okay. Ja, du auch. So, und jetzt müssen wir mal schnell gucken. Ist immer noch Polizeistunde. Wir müssen hier runter. Ich möchte mal noch einmal sprayen. Allerdings, man hört schon, die Kollegen... Oh, hole das Päckchen von LKW-Reifen zurück, okay. Ist das hier in der Nähe? Das ist eigentlich ziemlich hier in der Nähe. Dann würde ich das vielleicht zuerst machen. Lieferung für längere Zeit nicht gelagert. Ja genau, die werden halt gestohlen, wenn wir Pech haben. Ich sollte ja vielleicht nicht irgendwie so rumrasen. Oh, aber wir sind eigentlich ziemlich dort, wo ich hin wollte. Per Zufall. Sauber. Item nicht gefunden. Wie? Wie das denn? Items, die zu lange in einem könnten gestohlen werden. Oh, wurde das gestohlen? Nee, das passt hier unten hin. Okay, dann ist der Rucksack in dem Sinne voll. Gut, die Drogen haben wir. Wir müssen, entweder gehen wir nach Hause oder wir sprayen. Ich möchte eigentlich noch sprayen. Oder liegt der Weg, oder liegt zu Hause, liegt eigentlich eh dazwischen. Okay, machen wir. So, ihr merkt, ich bin leicht ungeduldig, deswegen renne ich. Hier unten war's. Jetzt müsste doch dann aber auch tatsächlich mal die Polizeistunde echt mal langsam gegessen sein. Jawohl, sehr schön. Zack. Zack. Langsam entsteht hier so ein gewisses Tempo. Sehr gut. Ich möchte eigentlich speichern. Ja, nehmen wir dann einen Zweier, das ist okay. Dann würde ich gerne die Drogen hier im Prinzip ablegen. Kann ich das? Objekt aus Liste auswählen. Ah, stimmt, das habe ich schon mal gehabt. Das ist wieder dieses fast wie... Ne, wisst ihr was, wir machen es anders. Weil ich möchte tatsächlich jetzt noch sprayen. Mal wenigstens ganz kurz. Dass wir das mal noch gesehen haben. Wir gehen jetzt das Risiko ein. Es ist tatsächlich immer noch 8. Also gibt es ja wohl echt nicht. Wie lange diese Polizeistunde dauert? Andere Richtung. Wobei auf der anderen Seite, ich denke so sprayen ist vielleicht auch eher empfehlenswert, wenn man das nachts macht. Markiere das Gelände. Okay, das wäre eigentlich hier. Wie mache ich das? Hold Tab. Ne, das Telefon brauche ich nicht. Ich möchte eigentlich sprayen. Ich höre die Polizei. Oh. Okay, mach mal. Hihihi. Okay, wir haben markiert. Man sieht, das gibt gleich wieder Respekt. Gaining respect is one thing. Keeping it is another. Respect in neighborhoods slowly drops in time. So don't forget to keep those sales flowing.
Low respect is less sales. Less sales is less money. And less money is, well, it just sucks, okay? Ja, das würde ich so auch sagen. Ja gut, liebe Freunde, ich denke, wir haben es jetzt gesehen. Zumindest mal, ja, vorübergehend. Hier diesen Drug Dealer Simulator. Mir macht Spaß. Es ist aber doch irgendwie nichts für jetzt ewig lange, finde ich. Aber ja, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, gibt es bei Steam das Spiel. Kostet, glaube ich, auch nicht die Welt. Das werdet ihr sehen. Und ansonsten, ja, danke ich euch fürs Zusehen. Hoffe, hat ein bisschen Spaß gemacht. Wie gesagt, mir hat Spaß gemacht. Also, irgendwie ein interessantes Spiel. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich mal wieder in einem anderen Video. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.